Was ist der Pfahl im Fleisch von Paulus? Hast du schon mal etwas von dem Pfahl, dem Stachel oder den Dorn im Fleisch von Paulus gehört? Die meisten Christen kennen dieses Sprichwort, der Dorn, der Stachel, der Pfahl im Fleisch von Paulus, wissen aber nicht so ganz genau, was es bedeutet. Nun, eigentlich wäre es nicht so schwierig, denn Paulus verwendet hier ein Sprachbild, eine Metapher, welche im Alten Testament viermal vorkommt. Und denken wir daran, Paulus hat nicht einfach zufällig dieses Sprachbild verwendet. Er kannte das Alte Testament sehr genau. Er war ein Schriftgelehrter. Nun, Sprachbilder, Metaphern dürfen wir nicht einfach so übersetzen oder darüber rätseln, was sie bedeuten könnten. Ich gebe dir ein Beispiel. Würde ich das deutsche Sprichwort "Hier liegt der Hund begraben" 1:1 ins Englische übersetzen, würden die Engländer nur Bahnhof verstehen. Denn sie verstehen das nicht. Dann würden sie rätseln. Und genau das tun wir meistens beim Pfahl im Fleisch von Paulus. Paulus ging aber davon aus, dass wir das Sprachbild so verstehen würden, wie es im Alten Testament sehr deutlich erklärt wird. Bevor wir aber ins Alte Testament gehen, schauen wir uns den besagten Bibelvers im Neuen Testament an. 2. Korinther 12, Vers 7. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Hier kommt also der berühmte Pfahl fürs Fleisch vor. Skolpos im Griechischen. Dieser Dorn, dieser Stachel, kommt im Alten Testament vor. Und dort sehen wir sehr deutlich, was das Sprachbild, die Metapher, bedeutet. Schauen wir uns die Bibelverse im Alten Testament an, welche Stachel oder Dornen verwenden. 4. Mose 33, Vers 55. Wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch her vertreibt, so werden euch die, die ihr übrig lässt, zu Dornen in euren Augen werden und zu Stacheln in euren Seiten werden und euch bedrängen in dem Lande, in dem ihr wohnt. Oder Josua 23, Vers 13. So wisst, dass der Herr, euer Gott, nicht mehr diese Völker vor euch vertreiben wird, sondern sie werden euch zum Fallstrick und Netz werden und zur Geißel an euren Seiten und zum Stachel in euren Augen, bis ihr ausgerottet seid aus diesem guten Land, das euch der Herr, euer Gott, gegeben hat. Oder Hesekiel 2, Vers 6. Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen, und damit sind Menschen gemeint, nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachlige Dornen. Oder Hesekiel, Kapitel 28, Vers 24. Und forthin soll für das Haus Israel von all seinen feindseligen Nachbarn ringsum kein Dorn übrig bleiben, es zu stechen und kein Gestrüpp ihm wehe zu tun, damit sie erfahren, dass ich Gott der Herr bin. In allen vier Versen sind mit diesen Dornen und diesen Stacheln
die Paulus in seinem Vers verwendet, Menschen gemeint. Menschen, die plagen, die verfolgen, die bedrängen, böse Menschen, Feinde. Und auch Jesus verwendet dieses Sprachbild Dornen für falsche Propheten, für böse Menschen. Matthäus 7, Vers 15, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Und damit ist eigentlich schon klar, dass es sich beim Dorn im Fleisch oder beim Pfahl im Fleisch um bedrohende, um böse, um feindlich gesinnte Menschen handeln muss. Die Bibel legt sich in erster Linie durch die Bibel aus. Wir können nicht einfach rätseln und fantasieren, was Paulus wohl damit gemeint hat. Logisch hat er das Sprachbild so verstanden, wie es im Alten Testament erklärt wird. Damit wäre eigentlich die Beweisführung für diesen bekannten Dorn bereits abgeschlossen. Doch tauchen wir noch tiefer in die Argumentation ein und führen wir einen weiteren Beweis an. Ein weiteres Indiz, einen weiteren Hinweis darauf, dass es sich um Menschen handelt, ist das Verb. Im Vers heißt es, der mich mit Fäusten schlagen soll. Welche Funktion hat der Pfahl, der Stachel? Der Pfahl, der Stachel soll also schlagen in diesem Sprachbild. Und dieses Wort schlagen gibt uns wieder Hinweise darauf, dass es sich um Menschen handeln muss. Denn das Wort, das Verb schlagen, kommt 5-mal im Neuen Testament vor und wird immer dann verwendet, wenn Menschen zuschlagen, mit Fäusten schlagen oder andere Menschen misshandeln. Schauen wir uns 2 dieser Verse an. Matthäus 26, Vers 67, dann spien sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber gaben ihm Backenstriche. Oder Markus 14, Vers 65. Einige fingen an, ihn anzuspeien und sein Gesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen. Und ihm zu sagen, weissage, und die Diener gaben ihm Backenstriche. Dieses Wort schlagen wird übersetzt mit misshandeln, jemanden mit der Hand ins Gesicht schlagen, jemand mit der Faust schlagen. Wir haben also 2 Hinweise, klare Hinweise darauf, was mit diesem Sprachbild gemeint ist. Damit aber nicht genug, schauen wir uns auch noch den Kontext dieser Bibelstelle an. Obwohl diese 2 Beweise, das Verb schlagen und das klare Sprachbild, die klar aufzulösende Metapher, ein Hinweis darauf sind, dass es sich um Menschen handelt, die plagen, die zuschlagen, die bedrohen, wollen wir auch noch den Kontext betrachten. Paulus erwähnt diesen Vers mit dem Pfahl im Kontext von Schwachheiten. Und deshalb haben einige Leute fälschlicherweise angenommen, ja, das könnte eine Krankheit gewesen sein, weil er nennt es ja im Kontext von Schwachheiten. Nun, wir müssen das ernst nehmen und deshalb anschauen, was heißen diese Schwachheiten? Obwohl wir bereits eigentlich eindeutig belegt haben, was dieser Pfahl ist, schauen wir uns an,
wo im Neuen Testament dieses Wort Schwachheiten vorkommt und was Paulus damit meint. Er erklärt es nämlich sogar detailliert. Im 2. Korinther 6, Vers 4 kommen diese Schwachheiten vor und dort sind es Bedrängnisse, Notlagen, Tumulte, Schläge, Gefängnis, Verfolgung, böse Gerüchte und mehr. Diese Schwachheiten kommen mehrmals im Neuen Testament vor, aber nie, an keiner einzigen Stelle kommt Krankheit vor im Zusammenhang mit Schwachheiten. Die Schwachheiten sind immer Bedrängnisse, Notlagen, Schläge, Gefängnis, Verfolgung, böse Gerüchte, aber niemals Krankheiten. Der Reformator Martin Luther hat deshalb eigentlich bereits einfach aufgeklärt, was der Pfahl im Fleisch von Paulus ist. Es ist Widerstand und Verfolgung von Menschen. So hat es Martin Luther verstanden und ich wüsste nicht, wie man auf eine andere Lösung kommen könnte. Der Theologe Gustav Billroth schrieb 1833, über den Skolpos, den Dorn, selbst sind nun den Auslegern die verschiedensten, zum Teil abenteuerlichsten Meinungen aufgestellt. Zu all solchen speziellen Annahmen hat man entweder gar keine oder nur Scheingründe. Zusammengefasst, der Dorn, Skolpos, ist ein Sprachbild aus dem Alten Testament und dessen Bedeutung ist dort klar und ersichtlich. Es handelt sich um feindlich gesinnte Menschen. Dann, das Verb schlagen kommt im Neuen Testament fünfmal vor und immer im Zusammenhang, wenn Menschen andere Menschen misshandeln, schlagen oder ihnen etwas Schlechtes tun, meistens mit den Fäusten schlagen. Als letztes Argument bleiben die sogenannten Schwachheiten, denen sich Paulus rühmt. Sie aber werden im Neuen Testament mehrmals und detailliert aufgeführt und an keiner einzigen Stelle kommt Krankheit ins Spiel. Es ist also keine Krankheit. Wir haben das Rätsel endlich aufgelöst. Nun, das war eine Ausführung über den Pfahl im Fleisch von Paulus. Keine Krankheit. Zum Thema Krankheit haben wir übrigens ein kleines Büchlein publiziert, welches du kostenlos bestellen kannst oder das PDF herunterladen. Wir haben auch eine CD mit Heilungsbibelstellen. Die kannst du dir als MP3 herunterladen oder die CD bei uns bestellen. Das nächste Mal beginnen wir, nächsten Freitag, beginnen wir eine Serie über das Thema Gottes Stimme hören lernen, Prophetie. Was heißt es, Gottes Stimme hören lernen? Was bedeutet Prophetie? Wie kann das funktionieren oder wie funktioniert es eben nicht? Also, du kannst unseren Kanal abonnieren und wirst jeden Freitag einen Kurzinput zu diesem Thema Gottes Stimme hören lernen, Prophetie bekommen. Über den ganzen Sommer bleibt es spannend. Du kannst uns auch einen Daumen nach oben geben oder auf unserer Webseite mal reinschauen, was wir so anbieten. Wir sehen uns wieder. Bis nächsten Freitag. Tschüss.